Ich zeige dir, wie du zu 100% besser verteidigen kannst in FIFA 23. Vertrau mir, nach diesem Video wirst du schon sehr, sehr krasse Unterschiede merken. Ich bin da, um dir zu helfen. Ich reiche meine Hand, du kannst mir vielleicht deine Hand reichen, indem du einfach den Kanal abonnierst, dieses Video likest und etwas kommentierst. Lass uns mal die 1000 Likes voll machen. Ich weiß wirklich nicht, ob wir das schaffen. Das wäre unnormal krass. Und Jungs, ohne viel zu reden, wir gehen direkt rein. Ich habe in dieser Weekend League ein 18:2 geholt. Also ihr wisst schon, ihr könnt euch von einem beraten lassen, der Ahnung von diesem Spiel hat. Ich habe leider sehr, sehr bitter verloren. Einmal gegen den E-Sportler und einmal wirklich sehr, sehr bitter. Was noch sehr wichtig ist, wenn ihr dieses Video seht, kommt am nächsten Tag, also Sonntag, meine Taktiken plus meine Rewards auf YouTube online. Ey, wer das verpasst, ist wirklich selbst schuld. Weil die Meta-Taktiken haben bei mir unnormal krass funktioniert. In der Quali ein 10:0, Weekend League 18:2. Quali perfekt. Meine Rewards, ob sie gut waren, seht ihr danach auch. Punkt Nummer 1 ist, geh niemals zum Ball, wenn dein Gegner den Angriff einleitet. Das hier ist das perfekte Beispiel dazu. Ihr seht jetzt, wie der Gegner über die Außen kommt und die Flanke durch Enza. Du hast ja gerade gesagt, geh niemals mit dem Verteidiger an. Ihr seht, der Gegner kommt über Außen und ich kann mit meinem Verteidiger, Außenverteidiger Mondi, nicht zum Ball kommen, denn er ist vor mir. Also es geht, ich kann nicht einholen. Was kann ich in dieser Situation machen? Merkt euch, wenn ihr mit eurem Verteidiger normal angeht, R1 drückt, dann läuft ein zweiter Verteidiger, wenn ihr ihn auswählt, direkt mit. Guckt euch einfach jetzt mal die Situation an, wie ich zum Ball gehe und was ich abdecke. So, ihr seht, wie ich in den Ball gehe und den Moment, wo er mit Benzema zu seinem Mittelfeldspieler Renato Sanchez passen konnte, hole ich meinen R1-Spieler Mondi, damit ich diese Seite decke. Kurz die Slow-Mo. Ihr seht, genau in diesem Moment, wo ich kurz davor bin und er den Ball mit Benzema zu Renato spielen will, hole ich meinen Mondi, damit ich diese Seite decke und mit meinem Van Dijk, der in der Mitte ist, gehe ich rauf, um diese Lücken zu schließen. Sehr, sehr wichtig in solchen Situationen ist es, mit Kreis anzugehen. Nicht irgendwie Grätsche oder so. Stell dir vor, du machst eine Grätsche, der bleibt stehen, du läufst in die Leere und der läuft allein auf dein Tor. Wirklich, ein sehr wichtiger Punkt ist in der Weekend League oder allgemein in FIFA, gerade immer die Ruhe zu bewahren und nicht direkt anzugehen. Wäre ich hier mit Militao direkt eingegangen und hätte ich nicht auf seinen Renato geachtet, hätte er in dem Moment schon einen Dreieckpass spielen können und könnte mit Renato allein aufs Tor laufen. Merkt ihr, wenn du gegen einen Gegenspieler spielst, 100% immer einen zweiten Spieler dazu holen mit R1, damit du die Gegner drängen kannst. Wir gucken uns jetzt mal die ganze Situation an. Hier habe ich den Ball bekommen mit Militao, habe dann direkt zu Neymar gespielt, zu De Bruyne, von De Bruyne auf Haaland. Und da habe ich jetzt den Ball verloren. Was habe ich jetzt gemacht? Der Gegner greift nochmal an. Ihr seht, das ist jetzt der wichtigste Punkt in FIFA. Tut immer die Gegner antäuschen, als wenn ihr mit denen angeht. Also tut so, als ob ihr angeht mit L2. Haltet dafür die L2-Taste. Dann läuft er nicht direkt so weiter weg, sondern ist in dieser Position und dreht sich nach links und rechts. Schaut, wie ich mit Militao antäusche und wo er mit dem Ball hingeht, wo er sieht, ah, der wollte ankommen. Aus Panik. Wichtig ist, achtet nicht nur auf einen Gegenspieler vom Gegner, sondern wirklich auf alle, wo er hinpassen kann. Guck mal auf Militao und Van Dijk. Mit Militao tue ich Benzema antäuschen, wo er zu Renato spielen kann. Decke diese Mitte zwischen Militao und Mondi. Plus wechsel auf meinen zweiten Spieler Van Dijk. Decke seinen Neymar. Weil er hat ja drei Anspielstationen. Rechts unten, in der Mitte Militao und Renato Sanchez. Was mache ich da? Wieder mit L2. Natürlich abwarten, wohin er spielen kann, um im richtigen Moment zum Ball zu gehen. Und das war der richtige Moment. Mit Van Dijk den Ball bekommen, nochmal die Mitte gedeckt. Und so haben wir den Ball. Und jetzt leiten wir direkt von der Verteidigung unseren Angriff ein. Ihr seht, ich spiele den Ball, passe direkt zu Mbappé. Das geht wirklich ganz, ganz schnell. Wenn ihr einen Ball so gut bekommt, schaut, dass jemand den Angriff einleitet. Passe hier zu Haaland. Habt aber leider verkackt. Aber war sehr, sehr gut vom Gegner gemacht. Punkt Nummer 2 ist die Power-Grätsche in FIFA 23. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Aber wirklich nur bei Ausnahmefällen, wenn du gar nicht mehr zum Ball kommst. Denn die Power-Grätsche kann auch wirklich zu krassen Fouls führen. Deswegen blende ich euch einfach mal die Power-Grätsche ein. Funktioniert mit R1 Viereck. Ich habe euch ja das L2 antäuschen gesagt, wo ich mich mit dem Spieler ein bisschen drehe und nicht direkt immer angehe, sondern versuche, den Gegner ein bisschen anzutäuschen. Das funktioniert auch sehr, sehr gut, denn der Gegner weiß wirklich nicht, was er machen soll. Guckt euch das nochmal an. Hier hat er mit Neymar den Ball. Ich gehe mit Mendy an und tue antäuschen. Das gleiche mache ich mit Militao. Warte ein bisschen, er kann nirgendwo hinspielen. Spielt nach unten, mit Militao das gleiche gemacht. Und in dem Moment, wo er dachte, dass ich mit Mondi angehe, hat er unabsichtlich zu mir gepasst, hab den Ball und leite jetzt wieder meinen Angriff ein. Mit L1-Dreieck hier wieder, rumschießen. Es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt natürlich auch ein Beispiel, wo ich den Fehler gemacht habe und manchmal meine Spielweise geändert habe aus Aggression. Guckt euch das an. Ich gehe mit meinem Militao direkt zum Ball. Ich habe euch vorher gesagt, ich mache das eigentlich nicht. Aber manchmal aus Aggression, wenn der Gegner führt, machst du das. Ich sage nicht selber, ich bin selber nicht perfekt. Ab und zu passiert es mir wirklich. Und das führt zu 100% zu Toren. Ich habe euch ja gerade gesagt, macht das nicht. Und guck mal bitte, wie ich das Tor kassiere, genau aus diesem Fehler. Ich bin eiskalt direkt zum Ball gegangen. Was macht der Gegner natürlich? Spielt den Ball runter, wo ihr seht, okay, mit meinem Innenverteidiger renne ich raus, wartet ab, spielt den Ball in die Mitte, macht nochmal einen Pass und ist durch.
Wieso ich das ganze Tor kassiert habe, ist natürlich klar, das macht wirklich gefühlt jeder in der Weekend League. Ich sehe das so oft bei meinen Gegnern, die holen einfach die Verteidiger raus. Das ist einfach der größte OP-Trick. Hol deine Verteidiger nicht raus, press deine Gegner etwas. Setz sie unter Druck, indem du damit nicht angehst. Du wartest immer ab und im perfekten Moment gehst du rein. Dieses X reingehen und so fühle ich nicht. Ich gehe immer mit Kreis rein, grätschen ganz normal mit Viereck. Power Grätschen, jetzt in FIFA 23 auch OP, wie ich vorher erklärt habe, mit R1 Viereck. Hier habe ich noch eine Szene für euch, wie ich aus der Verteidigung einen Angriff eingeleitet habe und damit mein Tor gemacht habe. Noch ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie mein Gegner den Fehler gemacht hat, indem er mich angegangen ist und nicht die Ruhe bewahrt hat. Guckt euch mal an. Ich habe auf jeden Fall im Sturm die Ruhe bewahrt, spiele zu Haaland, warte ja auf jeden Fall ganz, ganz normal ab. Wir warten ab, bis wir endlich eine Lücke sehen. Ich sehe, okay, der hat ein bisschen zugemacht, kommt dann aber mit Foden direkt an. Mit dem Ausverteidiger macht er das Gleiche. Ich warte ein bisschen und im richtigen Moment. Guck mal, im richtigen Moment, wo er nicht darauf geachtet hat, dass ich den Ball zu Mondi geschickt habe und in dem Moment mein Haaland nach vorne schickte. Guckt euch das an. Eine Flanke gespielt, ganz super gesehen, in die Mitte und ganz leichtes Tor. Das heißt, er hat sich nur auf einen Spieler fokussiert, das ist der größte Fehler. Schaut, dass ihr wirklich immer 1, 2, 3, 4 Spieler im Fokus habt, wo er hinpassen könnte. Denn dann passiert einfach sowas. Ich mache eine Flanke, spiele direkt zu meinem Mbappé und der Ball ist drinnen. So einfach geht das. Und Freunde, ihr seht viele Leute, die labern. Meter verteidigen, du musst diese Tasten drücken. Eine Taste reicht, um deinen Gegner in der Verteidigung auseinanderzunehmen. Was ich auf jeden Fall ans Herz bringen kann, mir auf Twitch zu folgen, dass du mich jedes Wochenende meine Weekend League, bevor ihr eure Weekend League spielt, macht meinen Stream vielleicht nebenbei an und schaut euch die Tipps oder mein Gameplay ab, weil ich bin nicht der beste Spieler, aber ich hole meine 18 bis 20 Siege und ich glaube, das ist so das Maximum, was man erreichen kann. Ich will damit nicht flexen oder irgendwas. Ich will euch damit nur helfen mit den Tipps, deswegen würde es mich wirklich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und liked. Auf den Kanal mache ich jetzt nicht nur Tipp-Content, ob es Challenges, SCBs sind, was auch immer. Ich hoffe, ich kann euch damit helfen und ihr unterstützt mich mit eurem Abo. Und jetzt zeige ich euch das beste Beispiel nochmal dazu, wie ihr wirklich das beherrscht. Das ist wirklich wichtig, das zu beherrschen. Dass du alle Spiele im Auge hast, niemals direkt angehst und auch die Ruhe bewahrst in der Verteidigung. Guck mal bitte jetzt meinen Van Dijk an, wie ich das antäusche mit ihm. Ich versuche anzugehen, gehe doch nicht ran, dann spielt er den Ball hoch und dann nehme ich mit Hakimi. Also dieses Antäuschen ist something different. Ich schwör's euch, es ist zu krass. Guck mal, wieder mit Van Dijk. Er denkt, ich gehe mit Benzema in dem Moment an, warte aber ein bisschen, spielt den Ball hoch zu Benzema. Weil er dachte, okay, ist mit Van Dijk angegangen und in dem Moment brauche ich ja den Ball nur zu Benzema spielen. Aber nein, Bratte, nein, Bruder. Ich habe gewartet, bis du diesen Fehler machst, habe den Ball genommen und meinen Konter eingeleitet. Noch ein krasser Fehler ist es immer mit Außenverteidiger so krass in die Mitte zu kommen, beziehungsweise nach vorne zu kommen. In dem Moment, wo ich den Ball mit meinem Mondi habe, guck mal, wie viel Passmöglichkeiten ich habe. Was macht er? Er fokussiert sich nur auf einen Spieler und das ist Mondi. Ich könnte jetzt easy einfach nach rechts gehen, zu Haaland spielen oder einen Dreieckpass zu meinem De Bruyne oder komplett zu Mbappé flanken. Was macht nicht dieser Gegner? Er denkt nicht wirklich die drei Spieler. Das heißt, er muss mit seinem Koundé nur eine Balance haben zwischen meinem Haaland und einem Mbappé, also etwas in der Mitte stehen. Er hätte in dem Moment direkt zu Koundé wechseln müssen und zu meinem Mbappé rennen sollen. Weil anders hätte ich ja nicht machen können. Der läuft ja schon mit seinem Militao auf meinen Ball zu. Guckt euch einfach an, wie ich das dann geregelt habe. Einfach abgewartet, eine Flanke zu Mbappé und zack. Wirklich, macht bitte diese Fehler nicht. Hier auf jeden Fall wieder das Gleiche. Der Gegner kommt an, ich warte mit meinem Militao, gehe nicht direkt an. Bisschen antäuschen, bisschen abwarten. Er soll kommen, bisschen abwarten. Bin direkt mit 3-4 Spielern da. R1 auch drücken, damit die Spieler wirklich Druck machen. Und im richtigen Moment einfach angehen. Abwarten wieder, guck mal, wieder abwarten, abwarten. Und im richtigen Moment den Ball nehmen. Mit Militao, Zakaria, weg. Und so habt ihr wieder so einen krassen Konter gelöst. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen, Jungs. Und lasst mir dafür ein Abo und ein Like da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wo ihr eure Schwierigkeiten habt. Und ich werde euch zu 100% helfen. Plus, folgt mir unbedingt auf Insta, vergisst das nicht. Insta folgen ist wirklich das Beste, was ihr machen könnt. Und das wird mich auch krass unterstützen. Und ohne viel zu reden, sehen wir uns auch direkt beim nächsten Video. Freunde, ich bin raus, haut rein und ciao.